Hey Gott, sag mal, warst du das? Also das letzte Woche. Warst du diese Ärztin, die mir gegenüber saß und gesagt hat, jetzt setzen wir uns erstmal hin und gehen der Sache auf den Grund und dann schauen wir weiter. Hast du versucht, mich an die Hand zu nehmen, als sie so schnell im Krankenhaus einen Termin für mich hatten und die dort wirklich meine Angst ernst genommen haben? Und was ist mit diesem Krankenpfleger, der sich zu mir gesetzt hat, als ich so lange warten musste und mit mir gesprochen hat? Es war ein echt sympathischer Typ. Und warst du dieser Traum letzte Nacht, der mir gezeigt hat, wovor ich gerade Schiss habe? Der war ganz schön gruselig, offenbarend. Aber auch da habe ich dich irgendwie ganz heftig gespürt. Hast du mir auch diese Müdigkeit geschickt, diese elende Lethargie? Hast du dich schwer an mein Bein gehängt, damit ich einfach keinen weiteren Schritt Richtung Abgrund gehe? Und warst du die Stimme am Telefon? Hallo Anni, hier ist Mama. Alles gut bei dir? Ich freue mich schon, wenn du nach Hause kommst. Dann päppeln wir dich mal so richtig auf. Das tat richtig gut und kam so rechtzeitig. Danke für all die tollen Menschen, die du mir schickst, die du mit Hirn und Verstand ausstattest und vor allen Dingen mit Neugier, die dann Viren erforschen, Medikamente entwickeln, Prothesen bauen, OP-Techniken verfeinern. Menschen, die mir gegenüber sitzen und sagen, Anni, wir wissen nicht, ob dir das hilft, aber wir werden es nicht herausfinden, wenn wir es nicht versuchen. Manchmal wünsche ich mir mehr Gewissheit, in wem und in was du mir begegnest. Deine ausgestreckte Hand zu sehen, fällt mir manchmal so schwer. Ich möchte dich bitten, lass auch mich dein Werkzeug sein. Deine ausgestreckte Hand, dein Antidepressivum, deine Ersthelferin, dein steter Infusionstropfen. Zeig uns, dass du in allem bist und wenn wir uns voll auf dich verlassen, so ganz und gar, dass es bedeutet, deine Hand zu nehmen. Auf dich vertrauen heißt den Menschen vertrauen. Ist voll cheesy, so richtig kitschig. Aber so bist du wohl. Danke.